Hi, es sind Micha und Katharina von Berlo und wir probieren heute unsere Berliner Weiße. Ein absoluter Klassiker, nicht nur in Berlin, sondern auch bei uns im Portfolio. Berliner Weiße ist wirklich ja der Bierstil in Berlin gewesen. Ja, also vor 150 Jahren gab es eigentlich fast nur Berliner Weiße Brauereien in der Stadt. Und bevor dann das bayerische Bier nach Berlin kam, wo dann das Bier auch gekühlt wurde, also obergärige Biere müssen nicht so stark gekühlt werden. Ja, und die Berliner Weiße war super beliebt in Berlin und wurde auch pur genossen, wie wir das auch machen. Genau, aber heute kennen das viele nur noch so als Touristengetränk in Rot oder Grün mit einem künstlichen Sirup vermischt. Und pur ist aber für uns eigentlich die einzig wahre Variante. Vielleicht noch mit einem Kümmellikör, das stimmt, um es abzurunden. Aber das ist schon ein bisschen speziell, das muss man mögen. Fortgeschritten. Ja. Cheers. Next Level.